Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Wo nennst du das? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Gott, ich hänge fest. Ich sehe nix. Er ballert die ganze Zeit. Ach, von da oben aus. Sehr gruselig hier. Also, das haben sie echt gut gemacht. Weiß, ich habe da hinten laufen sehen. Willst du etwa abgeschossen werden? Scheiße. Wäre doch mal ein feiner Zug, hey. Da traut sie nicht um die Kurve. Das meine ich mit geradeaus schießen. Aber wenn ich dann das an... So schieße ich irgendwie nicht geradeaus, sondern irgendwie schräg rechts. Aber jetzt habe ich so die Perspektive, dass ich sage, ich schieße geradeaus. Also der Arm so in diese Richtung geht. Das ist sehr interessant. Er ist jetzt bis hinten in den Moor verzogen. Ich muss ja eigentlich, ich habe ja keine andere Wahl. Boah, ich sehe wieder nichts hier. Ist alles wieder arschdunkel, ey.
Ja, das bringt hier in dem Sumpf echt wenig, Alter. Ja. Er ballert, ja, er ballert erstmal den Garten über den Haufen. Geh doch mal an die Seite. La, 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 la. Okay. Au, oh, was? Los, rüber in seinen toten Winkel. Brenn, Niggerboy, brenn. Ich stopf ihm das Maul. Komm mir in die Quere und du stirbst als Erster. Wir haben gerade einen Mann verloren. Geht der Spaß so richtig los? Was? Ja, der Spaß geht das richtig los. Du sagst es, Alter. Wie viele Leute sind denn da noch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist das da oben? Ich hätte mir der Scharfschütze vorhin mal mitnehmen sollen da oben. Ach da. Okay, gehen wir mal hier rüber. Ich jage ihn, Kumpel. So. Hui. War von da oben aus. Feindliche Zone, Baron Samendis Rummelplatz, okay. Na. Ach, ein Stück Ast. Ich heute nicht bei der Ungarn einen Mann Gottes besiegen. Einen gottesfürchtigen Mann, der wusste, wo sein Platz war. Er muss hier unten rein. Leuchte mir den Weg, Alter. Wuhu! Er kann sich nicht verstecken. Hier an und du kriegst deinen Schwanz tief in deinen Blut.
geschickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Komm hoch! Das wird so nix. Oh, Scheiße. Ach so, da kommt wieder eine Animation, oder was? Da haben wir ihn ja. Oh, Lincoln Clay. Ich hab dich vermisst, Dude. Oh, wir schleifen ihn jetzt erstmal aus dem Rummelplatz. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Was zeig ich dir gleich? Du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit! Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt! Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren's, die euch killen wollten, nicht ich! Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nein! Nicht! Nicht! Bitte! Hör zu! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Ah, ah, nein, bitte! Ah, ah. Oh! Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wie es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Ja. Erledige Richie. Abgeschlossen. Das gilt für jede beide Seiten. Freigeschaltet. Story-Auftrag. Okay, alles klar. Rede mit Cassandra. Sandra. So, dann gehen wir mal auf die Karte. Girl Yellow, das gilt für beide Seiten. Ziel. Karte. Rede mit Cassandra. Ja, aktuelles Ziel. Wegpunkt setzen. Okay, ich habe zwar gedrückt, aber irgendwie passiert da jetzt gerade nichts. Okay, dann gehe ich mal raus. Da. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt gelandet? Muss ich mit dem Boot fahren? Okay. Oh, Boot fahren, das ist jetzt wieder so eine Sache für sich. Wir haben irgendwo einen Parkplatz bei der Karre stehen lassen.
Probier es mal. Da ist ein Zaun, da komme ich nicht weiter. Sachen mittlerweile mit dem Boot. Mal gucken, wo wir mit dem Boot überall noch hinkommen. So, weil da drüber springen können, hä? Aber ich muss ja eigentlich zurück, also was mache ich denn jetzt? Wieder zurückfahren? Aber da hinten habe ich mich genauso gut entfernt. Es ist ziemlich dunkel im Spiel, man sieht echt kaum was, ey. Warte mal, ich glaube, hier muss ich sogar rein. Vorwärts, ich will rückwärts rein, damit man vorwärts wieder rückwärts rausfahren kann. Vorwärts rausfahren kann, was rede ich denn da? Und wie ich hier rauskomme, da ist die Tür. Nach jedem Regen kommen die verfluchten Stechen. Schauen wir uns hier erstmal gerade mal um, für irgendwas ist. So, scheint mir nicht der Fall zu sein. Okay, da ist eine Garderobe. Jetzt bin ich wieder draußen. Dann gehen wir wieder rein. Das ist das nicht der Raum, den ich gesucht habe. Ach hier. Aktion, mach dich bereit, Soldat. Fall nach rechts, warum? Formel, Klamotten für Gelegenheiten, wenn du schick aussehen willst. Outfit ansehen, Enter drücken. McClay, Mr. McClay. Okay. Nein, du sollst. Was machst du denn da? Geh da mal raus, Mensch. Ich will zur Tür und er geht jetzt mal. Nein. Genau, da will ich hin.
Dann denke ich mal, ich muss nach oben. Ja, sieht zumindest noch. Was haben wir hier? Aha. Gehen wir es mal eine Rauchen. Fertig mit Rauchen. Jetzt gehen wir wieder rein.